بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Es wurde berichtet von Aisha radiallahu anha, dass die Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allahs Friede sei auf ihn, er mahnte mich so lang, dass ich dachte, dass der Nachbar erbberechtigt wird. Das heißt, die Rechte der Nachbar. Und hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt, der Nachbar, ohne zu erwähnen, ob dein Nachbar Muslim ist oder nicht Muslim. Das heißt, Gabriel, a.s., er kam zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, redete über die Nachbar, wie wichtig auf gute Nachbarschaft sozusagen, dass du darauf achtest, dass du zu ihnen gutig bist. Er redete so viel darüber, bis er dachte, Gabriel wird sagen, dass sie erbberechtigt werden. Das heißt, wer ist in der Regel erbberechtigt? Die Familie, die Blutsverwandte. Das heißt, der Vater, wenn er gestorben ist, seine Kinder werden ihm erben. Aber Nachbar nicht. Aber Nachbar, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Gabriel redete so viel, so viel, so viel, die Rechte der Nachbar, dass ich dachte, es wird eine Regel kommen, ein Gesetz kommen, es wird Koran herabgesagt, dann, wo es drin steht, sie werden erbberechtigt. Und das ist sehr wichtig, um drauf zu achten, was um Nachbar angeht. Nummer 1, was ist mit Nachbar gemeint? Jaruka huwa al-qaribu minka fi al-sakani aw al-amal. Der Nachbar ist damit gemeint, derjenige, der neben dir wohnt. Ja, derjenige, der neben dir wohnt. So, wer ist damit noch gemeint? Deine Arbeitskollege. Wer ist damit noch gemeint? Deine Schulkameraden. Wer ist da noch gemeint? Derjenige, mit dem du eine Reise machst. Derjenige, der neben dir oder vor dir sitzt. Das heißt, überall, wo du dich bewegst, diejenige, der unmittelbar deine Nähe sich befinden, du darfst sie weder schaden mit Worten noch mit Taten. Egal, ob sie Muslime sind oder nicht Muslime sind. Weil hier geht es um Nachbar. Man darf nicht seiner Nachbar schaden. Und hier sehen wir, al-wasiyyatu bihi hiya ad-da'watu ila al-i'tina'i bi amrihi wal-ihtimamu bihi. Diese wasiyya, diese Ermahnung gilt darum, dass du dich um deinen Nachbar kümmerst, dass du um ihn sich Gedanken darüber machst, dass es dir nicht gleichgültig ist und dass du vor allem nicht schadest. Das ist sehr wichtig in diesem Punkt, dass wir darauf achten. سَيُوَرِّثُ أَوْ سَيَجَعَالُ لَهُ نَصِيبًا فِي الْمِيرَاثِ. Das heißt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich dachte, er wird erbberechtigt. Er sagte, dass er zu denjenigen gehört, die Familienverwandtschaften, die eigentlich Blutsverwandte, die erbberechtigt sind, dass er zu denen gehören wird. Ja? So wichtig sind die Nachbarn, die wir müssen darauf achten. طيب, في هذا الحديث يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عناية الإسلام بالجار والاهتمام بشؤونه عناية لم يعرف لها مثيل في تاريخ الأمم. Hier sehen wir, dass in diesem Hadith der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم klar darstellt, wie der Islam darauf achtet, auf gute Nachbarschaft. Und auch die Angelegenheiten der Nachbar, dass es wichtig ist in Islam, in diesem Hadith sehen wir, und das hat man noch nie gesehen zuvor, auch in den Botschaften Gottes, die zuvor gekommen ist. In Islam ist einmalig, wie Allah subhanahu wa ta'ala und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith klar darstellt, wie wichtig der Nachbar ist. طيب, وصى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار يكاد أن يكون وارثا لجاره بعد موته مع أقاربه المستحقين للميراث منه وذلك لعظم حق الجار. In dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen wir, dass der Nachbar sogar sehr nah gekommen ist, wie
die Familienangehörigkeiten, also die Verwandtschaftsbande sozusagen, die Blutsverwandte, wie sie erben, dass sie erben könnten. Ja, es ist sehr nah gekommen zu erben sozusagen. Sie waren beinahe erbrechtig zu werden. So viel Recht haben sie und so großartig ist sozusagen ihre Stellung und ihre Werte in der islamischen Religion sozusagen. Ad-Dalilu ala hadhihi al-wasiyya, was beweist diese Ermahnung durch diese Hadith? Ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, was Bukhari und Muslim berichteten, anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, qila man ya Rasulallah, qala alladhi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. فنفي الإيمان الكامل عن الجار الذي لا يأمن جاره شروره وإيذاءه. Hier in dieser Hadith sehen wir, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Wallahi, ich schwöre auf Allah. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf etwas schwört, dann ist diese Sache sehr wichtig. Du Muslim, mach deine Ohren auf und praktizier das. Das ist sehr wichtig. Er schwört dreimal. Wallahi, derjenige glaubt noch nicht. Das heißt, der Iman ist noch nicht ganz, ist noch nicht vollkommen. Du bist kein vollkommener Mu'min. Die Sahaba, radiallahu anhu, die Freunde, die Gefährten, sagten, ja, Rasulallah, wer glaubt noch nicht vollkommen? Er sagte, derjenige, dessen Schlechtigkeiten seiner Nachbar nicht sicher sind. Das heißt, derjenige, der seiner Nachbar schadet, sein Iman ist noch nicht vollkommen. Er ist noch nicht richtig Mu'min, er ist noch nicht richtig Muslim. Weil ein gläubiger Mensch, eine Botschaft, der von Gott kommt, der Allerbarmer, der Barmherzigen, der sagte, Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, diejenigen, die umeinander kümmern und barmherzig miteinander sind, Allah wird mit ihnen barmherzig sein, wie soll er von uns verlangen, dass wir unseren Nachbar schaden? So müssen wir drauf achten. Hier sagte derjenige, sein Glauben, sein Iman ist noch nicht vollkommen, wenn er seinen Nachbar schadet. Und sehen wir hier, wie wichtig das ist. Und Lafdul Jar, das ist auch sehr wichtig, weil viele Menschen, ich wiederhole immer, viele Menschen denken, wenn der Nachbar Muslim ist, ich achte drauf, viele Muslime. Wenn es Kafir ist, egal. Wenn er schlecht ist, sowieso, das ist mein Feind. Nein, nein, nein. Du bist Muslim. Du kannst nicht machen, was du willst. Wenn du machen willst, was du willst, geh von Islam weit weg. Erwähne nicht den Islam. Wenn du sagst, ich bin Muslim, handle. Tu das, was der Islam sagt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu uns, وَقُلْ اِعْمَلُوا تُوت فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. Allah will sehen, was ihr tut. Allah interessiert nicht, dass du sagst, ich bin Muslim. Allah will sehen, was tust du. Wenn du sagst, ich bin Muslim, handelst du auch nach dem Islam? Darum geht es. Es ist wichtig. Dass wir sagen, der Koran ist schön, MashaAllah, dies, alles und so. Wir haben kein Problem mit Koran. Wir haben kein Problem mit Allah. Wir haben kein Problem mit Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben Probleme mit Muslime, die sich Muslime nennen, aber nicht nach Islam handeln. Du bist Muslim, handle nach Islam. Frag dich, eigne dich an Wissen. Was sagt Allah, was sagt seine Gesandte sallallahu alaihi wasallam über Nachbar? Dann führ das durch. Darum geht es. Und hier, wenn man über Nachbar redet, Yashmilu, das ist nicht nur der Muslim damit gemeint, sondern das geht auch der Nicht-Muslim mit. Ja? Das heißt, Al-Muslim, Wal-Kafir, Wal-Karibu, Wal-Ajnabiyu, Wal-Aqrabu, Wal-Abadu, ila 40 Jaran min kulli Janib. Wer ist der wahre Nachbar? Hier geht es darum, ob er Muslim ist oder Kafir, das ist dein Nachbar. Nachbar ist Nachbar, fertig. In diesem Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht der Muslim-Nachbar. Nein, nein, nein. Es geht um Nachbar, einfach Nachbar. Ja? Genau wie deine Eltern gut behandeln, egal ob sie Muslime sind oder nicht, egal ob sie beten oder nicht. Manche Jungs, die fangen an zu beten und sie gehen und beleidigen ihre Eltern. Was ist das? Wer gibt dir das Recht, deine Eltern schlecht zu behandeln? Oder unverschämt zu sein, nur weil du angefangen hast zu beten? Wer hat dir das Recht gegeben? Falsch. Ja? Deine Nachbarn schlecht zu behandeln, weil sie nur nicht Muslime sind. Wer gibt dir das Recht? Falsch. So müssen wir den Islam lernen. Was ist richtig? Wie sollen wir uns so verhalten? Wir wollen nicht tun, was wir wollen. Wir tun das, was Allah sagte und seine Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Egal, ob dein Nachbar Muslim ist oder Kafir ist, ob das Verwandtschaftsband ist, das heißt, ob das deine Cousine und Tanten, der Nachbar sind, oder ob das jemand ist, der mit dir nicht verwandt ist, ob das jemand ist, den du magst oder nicht magst, ja, und so weiter, oder auch weiten Verwandten oder nicht. Okay, das heißt, egal wer das ist, und dieser Nachbar wird gesagt,
von rechts, links, vorne und hinten 40 Häuser. Das sind deine Nachbarn. Rechts von dir 40 Häuser, bis zu 40 Häuser gehören noch zu deinen Nachbarn. Zu deiner linken Seite bis zu 40 Häuser, das sind deine Nachbarn. Und zu sein vorne genauso 40 Häuser vor dir gehören zu deinen Nachbarn. Und 40 Häuser hinter deinem Haus gehören zu deinen Nachbarn. Nicht Nachbarn nur nebenan direkt, nein, nein, nein. Alles. Das heißt, in dieser Umgebung, in der du wohnst, das sind alle deine Nachbarn. Du musst auf sie Acht geben. Du bist verpflichtet. طيب انواع الجيران ثلاثه دي نخبان was du als Nachbar haben kannst sind drei. Nummer 1 جار له حق واحد. Ein جار, ein Nachbar hat nur eine Rechte auf dich, was du zu erfüllen hast. وهو الكافر له حق الجوار فقط. Der Kafir, der nicht Muslim, der hat eine Recht auf dich, dass du die Rechte der Nachbar erfüllst. Hat er Recht? Das ist nicht etwas, ich mache, was ich will, sondern du bist verpflichtet. Das ist seine Rechte. Er muss nicht dafür betteln. Das ist seine Rechte, dass du ihm nicht schadest, weder noch mit Worten noch mit Taten. Ja? Aber es gibt einen Nachbar, جَارٌ لَهُ حَقَّانٌ, der hat zwei Rechte auf dich. Wer ist das? وَهُوَ الْمُسْلِمْ غَيْرُ الْقَرِيبُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ. Wenn dein Nachbar eine von deiner Familie ist, Verwandtschaftsmann, nicht deine Familie ist, aber Muslim ist, der hat zwei Rechte auf dich. Rechte der Nachbar und die Rechte als Muslim. Ja, der hat mehr. Ja? Aber das heißt nicht, dass der Kafir keine Rechte hat. Er hat Rechte, na, der Nachbar. Aber der Rechte im Islam ist noch mehr. So, jemand gibt es, der hat drei Rechte. Wer ist derjenige? وَجَارٌ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْقَرِيبُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْقَرَابَةِ. Das heißt, dein Nachbar, aber der ist auch Verwandtschaftsband mit dir. Blutsverwandtschaft, dein Onkel und so weiter und so fort. Dein Nachbar hat Rechte. Drei. Haqqul Islam, alles Muslim, alles Verwandtschaftsband, alles Familie und alles Nachbar. Drei Rechte. Das heißt, das Mindeste, was du zu erfüllen hast an Rechte als Nachbar, unabhängig davon, ob er Muslim ist oder nicht, sind sechs. Nicht insgesamt sechs, aber diese sechs müssen wir erfüllen können. Nummer eins. تؤدي حقوق الجار بعده بعدة أمور. أولا أن تساعده ما استطعت بالمال والرأي أو بالجاه. Das heißt, dass du deinen Nachbar hilfst, unterstützt, so viel wie du kannst. Wenn es um Geld geht, das heißt, wenn er in Geldnot ist, hilfst du ihm. Ja? Hier 10 Euro, 20 Euro, komm, hast du Geld verloren, hast du Probleme hier, ich gebe dir was zu essen, ich gebe dir was zu trinken, komm, was brauchst du? Ja? Dass du ihm hilfst. Dass du mit Ideen hilfst. Wenn er kommt zu dir und er braucht deine Idee, dass du ihm die besten Ideen gibst, das ist seine Rechte. Du sagst nicht, er ist Kafir, nee, ich sage ihm das nicht, er soll verrecken, er soll Probleme haben. Nein, 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 nein. Es ist seine Rechte. Deine Idee, der beste Idee, was du hast, musst du ihm geben. Und wenn du jemand bist, bei dem die Menschen auf ihm hören, durch deine Stellung, durch deine Wissen, je nachdem, dass du für ihn sprichst, dass du sagst, hier, guck mal, mein Nachbar hat ein bisschen Probleme, kannst du bitte kommen, kannst du bitte, ja, oder kannst du vielleicht das von ihm später verlangen, kann man auf, ja, komm, ja, wenn du das machen kannst, ist seine Rechte, du bist verpflichtet, das zu tun. Nummer zwei, an talqahu bis salami wal bashasha, dass du ihm begegnest mit Frieden und mit Lächeln. Schönen guten Morgen, Herr Waldhäuser. Wie geht's Ihnen heute? Ist kein Problem. Du musst ihm nicht so begegnen. Kaffee. Nein. Ja? Schönen guten Morgen, guten Tag. Ist nicht verboten. Ist nicht haram. Ist halal. Ja? Das ist seine Rechte. Das ist wichtig auch. Der Muslim lächelt. Es sei denn, ein Grund nicht zu lächeln. Sonst, der Muslim lächelt. Ist doch kein Problem. Ja? Der eine kommt, ja? Schönen guten Tag. Ja? Was? Du hast kein Problem einfach. Du zeigst ihm, ich bin nicht dein Feind. Du bist mein Nachbar. Ich kümmere mich um dich. Auch wenn es dir egal ist, aber du bist mir nicht egal. Ich nehme dich als wichtig, weil der Islam mir sagt, ich soll dich als wichtig nehmen. Nicht, weil ich dumm bin. Nein, nein, nein. Der Islam sagt mir, dass du Rechte auf mich hast. Vielleicht macht er sich Gedanken darüber. Dieser Islam ist, mashallah,
Das ist etwas Wunderbares. Er achtet auf die Nachbarn. Was noch? أن تهنئه إذا أصابه خير. Dass du ihm gratulierst, wenn ihm etwas Gutes widerfährt. Er hat geheiratet. Ja? Alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute für dich und für deine Frau. Ist haram oder halal? Halal. Aber kafir? Ja. Das ist zwischen ihm und Allah. Aber als Nachbar, er hat Recht auf dich. Etwas Gutes widerfahren? Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere. Kind bekommen? Geschenk geben? Problem? Kein Problem. Haram? Nein. Halal? Ja. Darfst du. Wo ist das Problem? Du schenkst ihm nicht, was haram ist. Du schenkst ihm vielleicht Blumen, Schokolade, was halal ist. Allahu Akbar. Er freut sich. Freut sich. Weil dafür sind wir hier. Wir sind Statthalter Allah subhanahu wa ta'ala, um Frieden zu stiften. Ja? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barmherzig vor die gesamte Menschheit. Du bist Muslim, barmherzig vor die gesamte Menschheit. Er kennt dich nicht. Der Muslim ist wie ein Arzt. Eine Kranke kommt zu Doktor. Sagt, Doktor, Doktor, ich sterbe gleich. Der hat nur Bauchschmerzen. Was sagt der Doktor? Ja, natürlich, du stirbst jetzt sofort. Nein, nein, nein. Sag, komm mal her, erzähl mal, was hast du. Ja, da habe ich... Ach, das ist halb so schlimm. Du nimmst die Tablette hier. Einmal morgens, einmal mittags, einmal abends. Das wird schon. Ah, okay. Mach ich mir keinen Gedanken darüber. Danke, Doktor. Ein Doktor sagt nicht, nein, nein, nein. Du bist dafür da, Islah zu machen. Ja, Frieden. Überall, wo du gehst. Ein guter Muslim ist überall, wo er geht, bringt er Nutzen. Und wenn er geht, die Leute sehnen sich nach ihm. Sie weinen. Wo ist er? Ein Muslim ist nicht einer, wenn er nicht da ist. Ist er nicht da? Alhamdulillah. Er ist nicht da. Allahu Akbar. Warum? Weil er schadet nur. Derjenige, der Nutzen bringt, die Leute haben Sehnsucht nach ihm. Derjenige, der Schönes sagt, die Menschen haben Sehnsucht nach ihm. Derjenige, der lächelt, die haben Sehnsucht nach ihm. Derjenige, der hilft, die haben Sehnsucht nach ihm. Die Menschen brauchen das. So solltest du vor deiner Nachbar da sein, wenn ihm etwas Gutes widerfährt, dass du ihm gratulierst. وَإِن تُوَاسِيهِ أَوْ تَوَاسِيهِ إِذَا أَصَابَهُ ضَرٌّ. Wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, dass du auch zeigst, es tut mir leid, was mit deiner Frau passiert ist. Es tut mir leid, was das und das und das gekommen ist. Ja, dass du ihn trostest. Dass du für ihn da bist. Dadurch zeigst du, dass du nicht sein Feind bist. Dass du eigentlich das Beste für ihn bist. Also du machst dir Gedanken über ihn. Es ist nicht gleichgültig. Was ihn traurig macht, macht dich auch traurig. Er will nicht, dass dir Schlechtes passiert. Automatisch. Nicht, dass du sagst, nur ich bin Muslim und nachher handelst du das ganz anders. Aber wenn du islamisch handelst, der Mensch fängt an zu denken, sagt er, Subhanallah, ich habe so viele Nachbarn, keiner besucht mich. Er besucht mich. Ich bin in Not. Er hilft mir. Er begrüßt mich. Allahu Akbar. Das ist der Weg der Rechtleitung. Die Menschen sehen das. Das ist Islam. Das wollen wir haben. So sollen alle Nachbarschaft sein. Ja? Und das ist das, was wir brauchen. Nummer 4. أن تعوده إلى مريض. Dass du ihn besuchst, wenn er krank ist. Er ist kafir. Besuch ihn, Achim. Er ist krank. Er ist ein Mensch. Ein Mensch ist krank. Ja? Du bist Muslim. Ja. Aber kein Mensch, oder was? Du bist ein Mensch. Ja. Deiner Nachbar ist krank. Besuch ihn doch. Wie geht's dir? Brauchst du irgendetwas? Kann ich dir helfen? Apotheke ist in der Nähe. Hat der Doktor was geschrieben? Kann ich dir holen? Brauchst du Wasser? Soll ich dir einkaufen gehen? Was brauchst du? Wo ist das Problem? Haram oder halal? Halal. Er ist kafir. Ja, halal trotzdem. Ist kein Problem zu besuchen, er ist krank. Besuch ihn. Wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? وَأَن تُقْرِضَهُ إِذَا احْتَاجَ. Dass du ihm Darlehen gibst, wenn er braucht. Vielleicht er ist in Not, er hat Schulden, er hat Probleme, er hat dies und das und das. Dass du ihm Darlehen gibst. Hier, hör mal zu, du bist in Not, ich gebe dir diese 1000 Euro. Ja? Du gibst mir auf Raten zurück. Okay? Der freut sich. Weil das nicht jeder tut. Aber der Muslim tut es. Der Muslim ist nicht wie jeder andere. Aber heutzutage, was ist heutzutage? Heutzutage sind wir kein Mensch mehr. Ja, das waren früher die Menschen. Ja, die Menschen waren auch Menschen. Wir sind auch Menschen. Ja, aber die Mehrheit. Ja, und? Was habe ich mit Mehrheit zu tun? Ja? Wenn die Mehrheit sich falsch verhalten, ich nicht. Ein Muslim ist eine Persönlichkeit. Jemand, der stabil ist, der nach Koran und Sunna geht. Sein Vorbild ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Egal wo er ist,
ob er in Marokko, Tunesien, Somalia, egal wo er ist auf dieser Erde, Jugoslawien, wenn er in Deutschland ist, auf die Erde Allah, er ist Muslim, egal wo er geht. Er ist Diener Allah subhanahu wa ta'ala, er ist gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und seine Gesandte, egal wo er ist. Es spielt keine Rolle. Er ist nicht Nachahmer. Er folgt nicht einfach. Die anderen sind so, no. Ich bin in Saudi, alle Masha'Allah tragen Jalabiya, ich trage Jalabiya, die beten, ich bete, ich komme nach Deutschland, die Mehrheit kommt nicht zur Moschee, ich gehe nicht zur Moschee, ich gehe nach Marokko, alle gehen beten, ich gehe beten. Nein, nein, nein. Du bist Muslim, Gott ergeben, Allah sagt Haram, Haram, Halal, Halal. In Deutschland, Allah sagt Halal, du sagst Halal. In Marokko, Allah sagt Halal, Halal. Allah sagt Haram, in Deutschland Haram, in Marokko Haram, in Türkei Haram. Überall, wo du gehst, was Haram Allah gemacht hat, ist Haram. Was Halal gemacht hat, ist Halal. Deine Nachbar ist deine Nachbar. Die Pflichten, die du zu erfüllen hast, musst du erfüllen. Gegenüber Nachbar, Eltern, dies, alles und so, musst du lernen. Und du musst auch entsprechend erfüllen, sozusagen. طيب, أن تسأل عنه إذا غاب. Deine Nachbar, du hast ihn einen Tag nicht gesehen. Zwei Tage. In Deutschland, manchmal, manche Leute sterben, keiner weiß davon. Vielleicht er liegt im Bett, vielleicht hat er Schmerzen, vielleicht kann man sein Leben retten. Aber weil wir nicht umeinander kümmern, jeder ist in seinem Zimmer, isst und trinkt, ja, und ist beschäftigt mit CDF, ARD, RTL, Pro7, Dara, aber er kümmert sich nicht um seinen Nachbar. Er hat Wichtigeres zu tun, ja. Aber schön reden, schön, mashallah, unser Islam ist schön und dies und alles. Und wie viele unter uns Muslime, vielleicht sind ihre Nachbarn gestorben hier in Deutschland und die wissen davon nicht. Ja, aber er begrüßt mich nicht. Ja, aber der Muslim ist nicht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, la takunu imma'a. Werdet nicht wie die anderen. So was sie tun, tun wird. Indem du sagst, wenn sie gut zu mir sind, so bin ich gut zu ihnen. Wenn sie schlecht zu mir sind, so bin ich schlecht. Nein, nein. Der Muslim sagt, wenn sie gut zu mir sind, so bin ich auch gut zu ihnen. Wenn sie schlecht zu mir sind, so bin ich auch gut zu ihnen. Weil ich tue immer das Richtige. So, wenn du deinen Nachbar einen Tag oder zwei Tage nicht gesehen hast, frag nach ihm. Das ist seine Pflicht, nach ihm zu fragen. Vielleicht ist er in Not. Vielleicht braucht er deine Hilfe. Ja? Nummer 6. أن تدفع سيئته إذا أساء إليك بالتي هي أحسن. Man kann schlechte Nachbar haben. Wenn dein Nachbar schlecht ist, immer Schlechtes, und der behandelt sich schlecht jeden Tag und so weiter und so fort, du solltest dich verteidigen. Du solltest dich von seinen Schlechtigkeiten fernhalten, aber deine Abwehr soll auf eine gute Art und Weise stattfinden, indem du ihm nicht schadest. Du sagst, ich will mich nur von deinen Schaden fernhalten, mehr nicht, ich schade dich aber nicht. Was ist das mindeste Recht, was ein Nachbar auf uns hat? أقل حقوق الجار أن تكف عنه أذاءك فلا تؤذيه بأي نوع من أنواع الأذاء. Das mindeste Recht, was dein Nachbar auf dich hat, dass du ihm nicht schadest, egal welche Art von Schaden, egal wie groß oder wie klein. Kannst du das alles nicht mehr tun, aber schade ihn nicht. Das sind die Sachen, die wir zu erfüllen haben. Das ist Pflicht. Wir müssen das tun, auch wenn der Nachbar nicht Muslim ist. Ich wiederhole es gerne wieder, weil wir Muslime oft immer Kafir, Kafir, Kafir damit rumspielen und nicht darauf achten, wie wir mit den Menschen umgehen. Was nehmen wir aus diesem Hadith? Drei Sachen. Ma yu'khadu min al-Hadith, awwalan, at-tawjih ila 'idami manzilati al-jari wa husni mu'amalatihi wa kaff al-ada 'anhu. Nummer 1 lernen wir aus diesem Hadith, nehmen wir daraus, dass wir daraus gezeigt werden, welche Höhestelle oder welche Rangstufe Allah gegeben hat die Nachbarn, dass wir mit ihnen gut umgehen sollen. Und dass wir auf keinen Fall Schaden zufügen dürfen. Nummer 2, al-ihsanu ila al-jar, dass wir mit ihnen gut umgehen, dass wir zu ihnen gutig sind. Yuthiqu as-sila bayna afrad al-mujtama, wenn wir sie gut behandeln, unsere Nachbarn, natürlich unsere Kinder sind ja näher als unsere Nachbarn. Sie haben sogar mehr Rechte natürlich, ja? Das heißt, wenn wir unsere Familie, unsere Ehefrauen und Kinder gut behandeln, islamisch, da gibt es auch in Islam Regeln. Alles hat Regeln im Islam.
Wie gehst du mit deiner Frau um? Wie gehst du mit deinen Kindern um? Und so weiter. Rechte, die noch mehr sind als die Rechte der Nachbar. Du erfüllst das, du erfüllst die Rechte der Nachbar. Was passiert? Dadurch wird jeder Einzelne in der Gesellschaft und die gesamte Gesellschaft unter ihnen wird Liebe, Zuneigung stattfinden und vor allem As-Safa, das heißt, sie sind rein voreinander. Das heißt, der Nachbar macht sich nicht Gedanken über seinen Nachbar. Er sagt nicht, er hasst mich, er ist das. Nein, er weiß ganz genau, er ist für mich da, wenn ich in Not bin. Er fragt nach mir und er hat innere Sicherheit. Ja? Das heißt, er macht sich keine Gedanken über seinen Nachbar. Er kümmert sich um mich. Er sagt mir jeden Tag guten Tag. Wenn ich nicht da bin, er fragt nach mir. Er besucht mich. Er gibt mir Ideen. Er hilft mir. Er gratuliert mir, wenn mir etwas Gutes widerfährt. Er sagte Beileid, wenn etwas Schlechtes widerfährt, dann macht er sich keine Gedanken, seine Seele ist rein. Jeder, seine Nachbar, die Gesellschaft rein voreinander. Was für ein Leben haben wir auf dieser Erde, wenn es so wäre? Leider, viele Nachbarn führen Krieg miteinander. Er hat das gemacht, ich zahle ihm ein. Ja, mach, sag ich, wie es lang geht. Ich lasse mir das nicht an. Ich werde ihm mal zeigen. Ha? Nein. Du hast Pflichten zu erfüllen als Nachbar. Wenn der andere es tut oder nicht tut, spielt keine Rolle. Deswegen in Islam musst du lernen, du hast mit Allah zu tun. Du musst Allahs Gebote durchführen, ob die anderen es machen oder nicht. Du bist nicht verpflichtet. Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum. O ihr, die den Iman verinnerlicht habt, ihr seid vor, jeder von euch ist für sich selbst verantwortlich. Am Tag des Gerichts, im Grab, wenn du gefragt werden, Allah wird dir nicht sagen, was hat Wolfgang gemacht, was hat Omar gemacht, was hat Ali gemacht, was hast du gemacht? Wie bist du mit deiner Nachbar? Er hat gemacht, er wird auch gefragt, wie warst du, was hast du gemacht? Hast du deine Pflichten erfüllt? Das ist die Frage. Jeder von uns sollte die Antwort, inshallah, wenn er Allah begegnet, sollte sein, ja Allah, ich habe meine Rechte erfüllt. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir die Rechte der Nachbarn erfüllen. Und Nummer 3, der letzte, Al-Muhsin ila jaruhu yun'amu bi rahati nafsi wa hana'ati al-hayati. Derjenige, der mit seinen Nachbarn gut umgeht, gutig zu ihnen ist, er kriegt eine Friede, sage ich mal so, ja, eine süße Geschmack in seine Seele, ja, und er wird ein schönes Leben haben. Die stören sich gegenseitig nicht. Die nehmen Rücksicht aufeinander. Die helfen einander. Ich stelle euch mal vor, das ist fast wie ein Leben im Paradies. Es ist möglich. Und das ist der Islam. Für jede Probleme gibt es eine Lösung. Wir Muslime müssen nur Muslime werden. Dass wir unseren Islam studieren, lernen, praktizieren und weitergeben. Möge Allah uns Tawfiq geben, leicht machen, dass wir diese Hadith verstehen, praktizieren und weitergeben. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah. Allahumma ihdina wa hadibina waj'alna sababan liman ihtada. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا بحسن سماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.